Hey Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet bei Hegel Dattel. Hier ist euer Hegelinchen und wir spielen wieder The Crew 2 und der Hegel ist natürlich auch dabei. Ja, ich darf mitspielen, das ist schön. Obwohl ich immer der letzte Loser bin, darf ich mitspielen. Nach Betteln und Beten. Ach, Betteln und Beten, der übertreibt mal wieder. Natürlich darf er mitspielen. Alleine macht das ja keinen Spaß. Wir haben uns jetzt gedacht, wir machen noch eine Motocross-Strecke. Und zwar das Wolfsterritorium. Und da gucken wir mal, was uns da so erwartet. Vergesst nicht, euch die Storm-X-Anzeige anzusehen. Man kann die Leute in die Events auch einladen. Also wenn man in einer Crew ist. Ja, jetzt bin ich kurz ruhig. Hör zu, ich habe ein Rennen für dich. Du willst Zuschauer? Da hast du sie. Dieses Event ist so ungewöhnlich, dass es zu einem Großereignis geworden ist. Alle Top-Fahrer werden da sein. Nur vor einem musst du dich in Acht nehmen. Tucker Morgan. Er redet nicht viel, aber sein Fahrstil spricht für ihn. Also schnapp dir deine Maschine und schlag ihn. Klar? Aber wenn man in einer Crew ist, dann kann man, wenn man dann in so ein Event reinfährt, dann werden die anderen automatisch mit eingeladen. Nur, dass du's weißt, vorne sein ist besser. Ja, Hegel ist erster, guck dich an, du! Das zweite Mal, dass ich erster bin. Ja, und Hegelinchen hat natürlich den Kontrollpunkt verpasst und ist letzter. Ich krieg Tränen in den Augen, Leute. Ist ja schön, ist ja schön, ist ja schön. Guckt euch das an! Wade? Ich stehe auf dem Podest! Wie wär's mit einem Foto von dir und dem Sieger, Wade?
Das ist ja nett, dass ich auch auf dem guten Stand. Ja, ich war eigentlich auf dem zweiten Platz. Aber dann habe ich den letzten Kontrollpunkt verpasst und musste nochmal auf die Strecke zurückgesetzt werden. Das war ja ärgerlich. Na, der Sieg zählt, aber weißt du was noch? Die Strecke. Ob tiefer Wald oder Innenstadt, egal. Wenn es einen Weg gibt, finden wir ihn. Wenn es keine Straße gibt, machen wir sie uns. Im Ernst, wenn du dem Pfad eines anderen folgen willst, bist du hier fehl am Platz. Ja, aber hast du ja richtig gut gemacht, Tegel. Das muss ich ja mal sagen. Applaus. Ja, meine Lieben, ich würde jetzt mal direkt sagen, machen wir, glaube ich, mal mit dem nächsten weiter, oder? Da ist nämlich hier in L.A. noch ein Motocross-Rennen, Inglewood. Und da das ja jetzt relativ fix gegen diese Strecke, dachten wir uns, machen wir die auch noch direkt mit. Jawohl, und der Igel, der macht das wieder. Also denkt dran, ich mache jetzt wieder eine Blitzreise dahin und da redet dann wieder ein netter Herr, wie immer. Ich erinnere euch immer dran, genauso wie die Steam- und Facebook-Seite. Denkt dran, ist alles öffentlich, kostenlos. Ihr könnt einfach beitreten. Genauso wie TS. Lest euch einfach die Infoseite durch. Oder einfach nur den untersten Teil. Wie ihr wollt. Bei uns kostet nichts, gar nichts. Gar nichts, nichts. Falls ihr irgendwas klappern hört, dann ist das die Katze, die spielt gerade ein bisschen. Die Katze dreht gerade ein bisschen am Apfel. So, und ihr werdet das gleich sehen. Wir beide sind ja jetzt in einer Crew. So, und wenn ich gleich in das Motocross-Geschehen eintrete, dann wird automatisch an die Hegelinchen eine Einladung versendet und dann kann sie sich aussuchen, ob sie mitspielen möchte oder nicht. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Mann, ich liebe Events in L.A. Große Städte bedeuten Menschenmassen, viele Sponsoren und jede Menge verkaufter T-Shirts, Kappen und DVDs. Außerdem schläft man in echten Hotels und nicht in diesen kakerlakenverseuchten Rattenlöchern. Du willst fahren wie ein Profi? Erfahre im Medieninformationszentrum. Und jetzt hat die Hegelinchen direkt eine automatische Einladung bekommen. Thank you.
Leute, ich bin jetzt bei dem Rennen komischerweise nicht mit drin. Ich habe zwar die Einladung gekriegt, ich bin auch reingefahren, aber ich stehe hier noch und warte darauf, dass das Tor aufgeht. Naja, dann darf der ja, hier alleine fahren. Dann starten wir das Rennen nochmal neu. Wir wollen ja, dass der Tegelinchen mitfährt. Ihr sollt ja auch was zu lachen haben. Du weißt doch genau, was zu tun ist. Habt ihr das gesehen? Guckt euch nochmal an. Yeah. Ich drehe am Papier, ich bin Fliege, Banana. Ich dachte doch, wir haben jetzt eine Rennkategorie für dich gefunden. Ich bin Vierte geworden. Wade liegt falsch.
Um zu verstehen, wie wir ticken, musst du wissen, dass das, was wir tun, unvergleichlich ist. Mische den Nervenkitzel des Rennens mit dem spannenden Naturerlebnis draußen im Hinterland und du hast etwas Besonderes. Du musst es fühlen, um es zu verstehen. So, jetzt seht ihr, jetzt habe ich 71 PS und dann seht ihr auch meinen Bremsweg auf 100 km/h, auf 100 km/h, ja, richtig, gibt alles, mit 100 km/h, Höchstgeschwindigkeit, da kommt natürlich dann noch Nitro zu. Also ist das dann nicht 138, sondern kommt drauf an. Dann 148, 147, je nachdem, je nach Modell. Bei Autos ist es mehr, bei Motorrädern weniger. Das habe ich jetzt extra gemacht, damit ich da über die Bande komme. Ja, Leute, ich würde sagen, auch wenn wir jetzt, ob wir jetzt 20 Minuten haben oder 17 Minuten, ich würde sagen, wir haben euch jetzt zwei Rennen gezeigt. Zweimal war natürlich der Hegel der erste. Die Gewinnzahl der Tombola lautet heute 1639. Ja, verdient, ne? Denkt dran, dass ihr euch nochmal überlegt, was wir als nächstes machen sollen. Sollen wir driften? Oder sollen wir mit dem Boot unterwegs? Die Bootprüfung machen, weil Flugzeug möchte Hegelinchen jetzt erstmal nicht, auf gar keinen Fall, weil die Steuerung ist ja dann doch noch ein bisschen zu doof. ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, denk an die Facebook- und Steam-Gruppen. Ich hoffe, die anderen Parts haben euch gefallen, so wie dem einen, weiß nicht, Jungen oder Herrn, der Like hingeschrieben hat. Wäre mal schön, wenn auch jemand anders da was hinschreiben würde. Ansonsten wünscht der Hegel euch alles Gute und einen schönen Tag. Tschö! Jo, dann werde ich mich auch mal verabschieden. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich diesmal nicht gewonnen habe, ne? Aber ich gönn's den Hegel ja. Aber sowas von. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und bis dann. Tschüss.